Herzlich willkommen zur Super Mario Maker Woche. Eigentlich war ja geplant und ich hatte es auf Twitter angekündigt, dass wir Mario Kart machen. Das habe ich ein bisschen verschoben, weil Mario Kart braucht ein bisschen mehr Planung. Weil ich das eventuell auch mit Gästen machen möchte, weil immer alleine fahren oder nur mit Lou ist vielleicht nicht so abwechslungsreich. Hätte ich bei Splatoon auch machen können, aber da war es ja auch so ganz lustig. Also ich habe das Gefühl, die Splatoon-Woche kam ganz gut an. Bei Mario Maker haben einige geschrieben, dass ich Level bauen soll. Das werde ich nicht machen, weil ein Level bauen braucht auch sehr viel Vorbereitung und das kann ich nicht spontan machen und ich habe überhaupt keine Ideen, wie mein Level auszusehen hat. Deswegen machen wir jetzt einfach 7 Folgen lang Mario Maker Level spielen. Ich habe ja noch einige Level offen, es gibt noch die Bowser-Level, es gibt neue Event-Level. Die machen wir und wir fangen an mit NES Remix Super Mario Bros. 2. In der NES Remix-Serie wird eine Reihe von Klassikern neues Leben eingehaucht. Diesmal haben wir versucht, den ersten Level aus Super Mario Bros. 2 nachzubauen. Wenn ihr das Original kennt, werdet ihr hoffentlich einige der Elemente wiedererkennen. Vertraut und doch ein bisschen anders, genau wie NES Remix. Spielen wir und gucken, wie die es umgesetzt haben. Und wir werden versuchen, das Bowser-Level zu spielen, was ja verdammt schwer sein soll. Hi, ich habe deinen Namen vergessen. Aber du bist aus Mario Bros. 2. Du bist das weibliche Pendant zu Yoshi. Zu Yoshi hätte ich jetzt was gesagt. Ist das das erste Level? Das ist nicht das erste Level von Super Mario Bros. 2. Fängt doch anders an. So fängt das an. Oder nicht? Oder nicht? Ich meine doch, also das hier war es. Ich muss mal gestehen, dass Super Mario Bros. 2 verdammt lange her ist bei mir. Von daher kann es sein, dass ich mich auch irre. Da kann ich mir einen Helm aufsetzen? Nein, ich wollte einen Helm aufsetzen. Kann ich gar nicht in dem Mario, weil ich sie nicht hochheben kann. Da geht das ja nur, wenn die auf mich drauf fallen. So, einmal hier hoch. Was ist denn hier oben? Nix. Okay. Gut, gehen wir mal in die Tür. Da waren ja immer so kleine Räumchen. Eigentlich. Ist das nachgebaut? Ist das richtig? Oh nein. Ich wollte rüberspringen, aber die ist nicht gesprungen. Wie war denn dein Name? Ach, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt du nochmal, Mädchen? Ihr könnt das bestimmt in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich weiß ich das aber auch nach dem Level, weil ich den wahrscheinlich als Amiibo bekomme, also als Fragezeichen-Block-Charakter. Und dann weiß ich das wahrscheinlich eh. So. Weil der Name da ja immer stand. Und mir fällt der Name bestimmt auch gleich ein. Aber ich habe ihn vergessen. So, warte mal, kann ich hier tricksen und mir... Nee, ach so, ich kann mir keinen Helm geben. Okay. Ja gut, dann machen wir den so. Ich dachte, wenn ich drunter springe, kriege ich vielleicht einen Helm. Aber das geht anscheinend nur mit Mario. Oder in dem Mario hier gar nicht. Kann natürlich auch sein. Komme ich jetzt... Ist die Tür da oben nur, damit ich da hochkomme? Dann ist die nämlich voll unsinnig. Weil ich komme ja auch so hoch mit einem Kuchen. Ja, komme ja auch so hoch. Aber ich will mal was gucken. Genau. Das ist, glaube ich, ein Secret. Ein Secret. Okay, und hier ist ein Dings. Oh, ein Boss. Habe ich jetzt abgekürzt? Irgendwie schon, oder? Was ist denn hier drin? Ich hoffe, der ist jetzt nicht respawned. Er ist respawned. Ah, okay. Was ist denn hier? Oh, ich habe anscheinend echt hart abgekürzt. Oder war es richtig? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben es geschafft. 18 Sekunden. Ja, den Rekord machen wir jetzt nicht. Birdo, genau. So war der Name, Birdo. So war der Name. Ich habe ihn voll vergessen gehabt. So. Natürlich von einem Japaner den Rekord aufgestellt. Excitebike. In der NES Remix-Serie wird eine Reihe von Klassikern. Ja, ja. Excitebike in Super Mario Maker nachzubauen. Haltet den Sprintknopf und das Steuerkreuz nach rechts gedrückt. Ach, ernsthaft, Nintendo? Na gut. Sprint nur nach rechts drücken. Attacke. Achso, ich sollte eigentlich nicht springen, ne? Aber ich hab's einfach mal getan. Au. Oh, das war, weil ich alles durcheinander gebracht habe. Ja. Ich darf nicht springen. Ich habe alles durcheinander gebracht dadurch. Sonst wird das wahrscheinlich passen. Okay. Habe ich wieder nicht so gemacht, wie sie soll. Ich wollte nämlich gucken, was er auf dem Nach-Oben-Knopf macht. Das müsst ihr mir doch gönnen. Oh Gott. Reicht das? Ja, es reicht. Okay. Sehr schön.
Das ist halt schade, dass das so ein Level ist und nichts. Nichts irgendwie Anforderndes, weil es ist einfach nur nach rechts drücken. Ist bei Excitebike aber auch. Excitebike auch sehr schwer umzusetzen. Also ich hätte da auch Probleme. Da kein Halte nach Rennen nach rechts gedrückt und zieh durch. Fahren wir jetzt. Nee, das ist Ziel. Okay. War? Ja, jetzt nicht so lang das Level. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich mit zwei Event-Leveln schaffe ich eine Folge. Leider nicht. Dann suche ich jetzt ein Level von einem Zuschauer raus, oder? Nee, das machen wir auch im nächsten Part. Also ich muss das hier irgendwie einteilen. Und ich will die Folge jetzt aber auch nicht so kurz machen. Wäre ja auch doof, oder? So, Motorrad bekommen. Mir fehlt eine Figur irgendwie. Irgendwie habe ich ein Level nicht geschafft oder so? Irgendwie ist da eine Lücke. Die habe ich auch bekommen. Mercedes habe ich auch bekommen. Das ist extrem merkwürdig. Ich finde es doof, dass das nicht mehr angezeigt wird, wenn man das schon mal geschafft hat, sondern nur das, was man gerade gemacht hat. Obwohl, hier wird es ja auch noch angezeigt. Nur hier nicht. Warum nicht? Ich habe das doch geschafft. Das ist ganz komisch. Das verstehe ich nicht. Es gibt hier offizielle Baumeister, da. Ja, weiß ich. Da will ich auch hin. Da sind nämlich einige coole Level vom Hund, vom Bowser, die sehr schwer sein sollen, vom Speicherbord, vom Frosch, vom Sittich. Die können wir uns alle mal angucken. Wir gucken mal, was hat denn der Sittich gebaut? Parallelwelt, okay. Spielen. Den relativ neu habe ich mir noch gar nicht angeguckt und das machen wir diese Woche einfach. Dass wir uns so ein bisschen durch die Level hangeln. Und die Bowser-Level zwischendurch auch mal. Und ich vermute, also wenn ich das Bowser-Level schaffe, bin ich gut, glaube ich. Weil das soll ganz schön happig sein. Und, bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. So. Oh, nice. War sogar richtig, dass ich mitlaufe. Aber die sind allgemein halt. Okay, warte mal. Achso. Ach, shit. Ich hoffe, der bleibt da. Da ist ein Leben rausgekommen. Yay. So. Allgemein auch teilweise sehr Nintendo untypisch, muss man sagen. Oh, 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 oh. Ich habe nicht so viel Zeit. Und wie gesagt, seid bitte nicht enttäuscht, wenn ich keine Level baue. Habe ich am Anfang gesagt, dass ich kein Level bauen werde, weil ich nehme das ja kurzfristig auf. Und habe überhaupt nicht geplant gehabt, dass ich jetzt den Mario Maker mache. Ich habe mir gedacht, Mario Kart wäre cool. Mario Kart geht immer. Aber da hätte ich halt auch gerne Leute dabei. Und da muss ich aber halt vorher gucken, wer dabei wäre, so, wisst ihr? So Leute, die ich auch kenne. Also mit Unbekannten aufnehmen ist jetzt nicht so cool. Also, man sollte die Leute ja auch schon ein bisschen kennen. Und wissen, dass man dann mit denen auch eine Folge machen kann. Das ist ja so, was viele nicht verstehen. So. Und da wollte ich dann halt gucken, oh, dass ich da auch Leute nehme. Kann ich hier weiter? Was ist denn hier? Nein, ich bin daneben gesprungen. Mit denen ich schon mal Mario Kart gemacht habe. Oder vielleicht auch Leute, die ich so schon kenne und halt noch kein Mario Kart gemacht habe. Und da müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt einen Kratzer auf meinem Display, auf meinem Gamepad gemacht? Nee. Ich habe ein Pflaster am Finger. Und das sah gerade aus, als ob ich, als ich mit dem Pflaster über das Gamepad gestriffen habe, dass ich dann Kratzer reingemacht habe, mit was eigentlich nicht gehen kann, weil ein Pflaster ja relativ weich ist. Und, ich dachte gerade, da wäre ein Kratzer drauf. War ein bisschen erzürnt. Über mich selbst. Über meine Doofheit. So, jetzt machen wir das aber nochmal hier. Und ich merke gerade, das Level vom Sittich ist auch nicht so easy. Klar ist es wahrscheinlich einfacher als die Bowser-Level. So. Machen wir jetzt mal schnell. Ui, ui, so. Zack, nein. Ach, scheiße. Zack, 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 zack. Da drauf, da drunter, da rüber. Oh, fuck. Oh, nein. Ich hab's verkackt. Eigentlich ja nicht.
Ist ja egal. So. Hier reinspringen, dann schnell hier runter, dann hier rüber. So. Dann kann man ja hier drauf. Ah, was ist das? Ich dachte, das wäre jetzt schnell gemacht. Mann, mein Pflaster löst sich. Bleib drauf. So. Es löst sich schon wieder. Egal. Schieb alles aus Pflaster heute. Es ist auch noch am Daumen. Du bist am Zockerdaumen. Am Zockerdaumen Pflaster haben. Uncool. So. Nein, so. Hallo? So. Ich dachte, der erwischt mich jetzt. Oh, okay. Nice. So. Stopp. Hier war kein Pilz, ne? Da oben ist was. Run. Was? Okay, irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was ist hier in dieser Tür? Ich gehe jetzt erstmal in diese Tür. Vielleicht kriege ich hier einen Pilz. Ah, kriege ich wirklich. Okay, das ist natürlich dann cool. Ich will hier lang. Jetzt kriegen wir noch ein Leben. Und wehe, hier will mich irgendwas töten. Okay, Leben kriegen wir hier nur. Für meinen Mut, dass ich da reingegangen bin. So, und jetzt bin ich woanders. Ah, okay. Warte mal. So, hier rein. Run. Okay, warte mal. Aber dann muss ich den Feuer schießen. So, und dann hier rüber. Und hier rein. Das ist ein kleines Labyrinth-Level. Gefällt mir aber. Warte mal. Geht das? Okay, nice. Ach, du großer Gott. Ach, du großer Gott. Hä? Ach, da. Ach, ich dachte schon. Wohin? Ach, ich schwimme. Ich dachte gerade... Moment. Oh nein, und hier gibt es keine Checkpoints. Es ist ganz schön, also, der Sittich ist ganz schön crazy drauf, muss ich gerade mal so sagen, ne? Oh nee. Also der Sittich, ne? Wir versuchen das jetzt nochmal. Vielleicht können wir auch was überspringen. Haben wir ja gerade gesehen, man... Oh nein, man kann ja auch... eine Stelle da so ein bisschen irgendwie weiterspringen. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Und wenn ich daneben springe, bin ich am Arsch. Weil... Nee. So. Einfach mal safe springen. So. Warte mal. Wir gehen jetzt erstmal in diese Tür rein. Okay. Und holen uns den Pilz. Da sind wir nämlich safe. So halbwegs. So, gib mir den Pilz. Danke. Und dann gehen wir hier wieder raus. So, und wir können ja da weiterspringen. Okay. Nice. Habe ich jetzt... Ah, jetzt hab echt... Ich habe echt abgekürzt. Aber es bringt mir halt irgendwie noch nichts. Weil den schlimmen Teil habe ich ja nicht übersprungen. Aber es ist cool, dass dann gedacht wurde, dass man das halt überspringen könnte. Oben ist das Ziel. Es ist so nah und doch so fern. Verdammt. Okay, und hier schwimmen wir. Der Effekt hört auch auf. Eigentlich kann ich auch warten. Ich will, glaube ich, warten, bis der Effekt aufhört. Oh, ich hasse das. Oh, er ist weg. Meine Augen gerade. Oh, das ist ganz schön gemein hier. Oh, fuck. Alter, ist das gemein. Da rein? Okay, gut. Ich dachte, ich muss durch die ganzen Gumbas mal durch. Hä, jetzt sind wir hier. Okay, ganz schnell wieder rein, bevor der Kettenhund uns frisst. Oh, weg hier, bevor der Kettenhund uns frisst. Oh Gott. Was ist hier Fieses? Irgendwas Fieses ist hier noch. Hä, jetzt ist hier die gleiche Welt nur unter Wasser. Okay, Birdie, du gehst ganz schön am... Du drehst ganz schön am Rad. Das ist ganz schön crazy. Aber cool. So. Upp. Nein. Okay. Ich frage mich, warum das ein roter Kub... Oh nein. Was? Das geht doch nicht. Was? Okay, hier sind wenigstens keine...
Blockaden. Oh nein. Nein. Ah, okay. Hier gibt es noch mal einen, aber warte mal. Machen wir mal eine Lücke rein hier. So. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. So. Oh Gott, hier gibt es nochmal ein Power-Pilz-Power-Up. So, und dann können wir nämlich hier lang. Okay, nice. Steht jetzt hier? Nintendo. Ich nehme gerade das Nintendo-Logo auseinander. Okay, ich habe Bowser gehört. Uncool. Oh nein, Bowser. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das erinnert mich an alte Mario-Hex. Und das ist keine gute Erinnerung. Oh, fuck it. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Was mache ich jetzt? Ich sterbe. Nein! Das Level ist so lang. Und es hat keinen Checkpoint. Kann man sich da durchglitschen? Puh. Wollen wir uns das mal dann im Editor angucken? Können wir es uns im Editor angucken? Ich hoffe, ich kann mir das im Editor angucken. Es ist echt hart, ey. Lecco mio. Parallelwelt heißt die Map sogar. Ja, mach mal hier speichern. Dann gucken wir uns das mal an. Wir haben das Ziel ja schon gesehen. Warte mal. Ja, das kennen wir ja alles. Da oben ist einfach nur so ein Block. Okay, keine Ahnung, warum der da ist. So, das kennen wir. Dann sind wir hier rüber gesprungen. Boing, boing. Hier ist das Ziel. Wie kommt man denn... Okay, das ist die Wasserwelt. Okay. Hier sind wir ja lang geschwommen. Bla, 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 bla. Hier hängt Bowser drin, glaube ich. Ja. So, hier sind wir gestorben. So. Was ist denn da drin? Muss ich den Stift eben kurz rausholen? Eine Blume. Okay. Damit wäre ich hier durchgekommen. Hier, oh Gott, hier hätte ich mich einmal so durchschwimmen müssen. Dann hier runter. Dann hier an den Flappy Bird Blumen vorbei. Hier wieder an den Dingern vorbei. Alter, das Level ist hart. Hier hätte ich an den Wolken so seitlich lang gemusst und hier hätte ich reingekonnt. Wo wäre ich rausgekommen? Wahrscheinlich. Din, 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 din. Schieb mal schneller hier. Zack. Wahrscheinlich hier. Warte, wir spielen mal. Kann ich spielen? Gehen wir mal rein. Komme ich da raus, wo ich dachte? Ja, alles klar. Gut, das ist die Röhre. So, dann drückt man hier den Knopf, geht hier durch die Tür, kann hier schnell sterben. Das ist gemein. Okay, alles klar. Krasses Level und wir versuchen dieses Bowser-Level auf jeden Fall eine Folge lang zu schaffen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Mario Maker wieder. Seid bitte nicht allzu traurig, dass ich keine Level baue, wie gesagt. Das braucht viel. Vielleicht nächstes Mal. Es ist ja, wie gesagt, diese Themenwochen sind nie einmalig. Das heißt, Mario Maker kann wiederkommen und vielleicht habe ich mir bis dahin mal ein Level überlegt. Ich glaube nicht dran, weil Level überlegen verdammt viel Zeit frisst, die ich nicht habe, weil ich ja Videos aufnehmen muss. Ich muss leider noch arbeiten. Tagsüber so. Also ich habe minus 8 Stunden am Tag, die ich nicht für YouTube investieren kann. Theoretisch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal zum Mario Maker. Daumen hoch, wenn euch die Woche zum Mario Maker gefällt. Und gerne auch weiter Vorschläge für die nächsten Wochen oder Ideen. Und ihr braucht euch nicht wiederholen in den Ideen. Also wenn ihr schon mal Mario Kart geschrieben habt, braucht ihr das jetzt nicht jedes Mal schreiben. Vielleicht auch mal was anderes überlegen und nicht nur auf einer Meinung pochen. Ne? Nicht immer auf einer Meinung sein. Horizont erweitern. Und Nintendo-Titel, was ich auch ganz oft gesehen habe, ihr versteht anscheinend nicht, was ich mit Nintendo-Titeln meine. Ich meine nicht exklusiv Titel, die von Nintendo, also ich meine nicht Titel, die nur von Nintendo entwickelt wurden. Ich meine auch Titel, die also nur auf Nintendo erschienen sind. Da
das fällt auch unter Monster Hunter, Pokémon, also Spiele, die nur für Nintendo-Konsolen verfügbar sind, auch wenn sie nicht von Nintendo entwickelt worden sind. Nintendo ist immer der Publisher bei solchen Sachen, also meistens. Und das fällt halt darunter, außer bei Indie-Titeln. Aber Nintendo gibt immer, bei Nintendo läuft das so, wenn ein Spiel auf einer Nintendo-Konsole erscheinen soll, wird das bei Nintendo extremst geprüft, ob das auch in deren Richtlinien passt. Das ist wahrscheinlich bei jedem so, aber bei Nintendo ist es richtig extrem. Es gibt Spiele, zum Beispiel The Binding of Isaac. Auf dem 3DS ist ein Wunder, dass das erschienen ist, weil das Religiöse in The Binding of Isaac überhaupt nicht deren Richtlinien entspricht und die eigentlich was dagegen haben. Und trotzdem ist es erschienen und ja, es hat lange gedauert, bis es erschienen ist. So, Isaac fällt jetzt natürlich nicht unter diese Titel, die ihr mir nennen sollt, für Exklusivtitel für Nintendo, weil das ist obviously auch auf dem PC erschienen, aber das ist ein Beispiel, wie krass Nintendo sowas prüft und Nintendo eigentlich sehr extrem da ist und kein Spiel ohne Nintendo irgendwie auf einer Nintendo-Konsole erscheint. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part vom Super Mario Maker. Ciao, ciao.